So, Leute, Test, 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 1, 2, 3. Moin, moin, ihr da dran. Was geht ab? Blackout ist hier am Stissel. Der ganze Bus guckt mich an, als wäre ich geisteskrank. Jo, was ist hier denn? Digga, eine neue Ladung Xer. Ist es gar nicht, ne? Was ist denn das hier für BMWs? Was ist das hier für ein Handel, Mann? Handelring. So, auf jeden Fall heute wieder unterwegs mit DB-Killer. Digga, ist mir in Hamburg einfach zu riskant, sage ich. Ich weiß, es kommt ja wieder alle mit dem Hashtag Lass draußen. Aber so nicht mit mir, meine Freunde. Wir sind unterwegs mit Lukas Litt. Vor uns auf seiner Speed Triple Triumph. Der gute Junge, der hat sich so gefreut, über, dass ich ihn einmal in die Videobeschreibung gesetzt habe und er hat 500 Abos bekommen. Ja, Mann, das sieht ja echt richtig geil aus. Das ist ja auch komplett neu. Auf jeden Fall. Hä? Kommt man hier nicht mehr drauf? Nee. Doch, die Brücke da hinten. Wie kommt man denn da drauf? Hä, das ist ja alles neu, sonst ging das geradeaus und hier so ein Halbkreis drauf. Guck mal da, Elbbrücken, der jetzt rechts fängt. Ja, aber das sind ja gar nicht die Elbbrücken. Das sind die Elbbrücken. Das da? Nein. Nein. Die Elbbrücken sind dahinter. Das sind nicht die Elbbrücken, wirklich. Wir müssen links. Hafen, da steht Hafen links, geile G-Klasse. Auf jeden Fall habe ich gerade gesagt, der gute Lukas hat sich so gefreut über die Abos, dabei hat er, war er nur kurz in der Beschreibung verlinkt. Deswegen mache ich jetzt mal ein ordentliches Shoutout, oder? Finde ich, hat der Junge verdient. Hat nämlich ein geiles Bike, hört sich gut an, macht geile Videos, hat gute Qualität. Warum nicht ein bisschen Aufmerksamkeit schenken? Hat er doch verdient. Ich bin so verwirrt, das ist ja alles neu. Schön tief lang. Tief. Genau, guckt euch einmal den Channel an. Ich habe ihn unten in der Beschreibung verlinkt. Raufklicken, ein paar Videos anschauen. Wenn es euch gefällt, gerne abonnieren. Der freut sich einen Keks. Ich weiß ja damals, wie es bei mir noch war, als Lacto, als mir mal einen Shoutout gegeben hat, als ich 200 Abonnenten hatte. Da hatte er schon 9000 oder so. Genau, hier wollten wir hin. Das sind doch nicht die Elbbrücken. Da vorne sind die Elbbrücken. Und ja. Ich hätte gar nicht aufhören müssen zu reden. Bei ihm hört sich der Leowinds richtig geil an. Was ist denn das jetzt schon wieder? Hä, Digga? Warte, hier. Hier. Verstehe ich nicht, was hier schon wieder los ist. Eine Katastrophe hier mit den scheiß Baustellen.
So, wo war ich stehen geblieben? Genau, der Leo Vincent Miner, haben wir ja schon gehört, hört sich viel zu hoch an. Da ist der Exxon halt richtig geil. Ich finde, wenn du so einen Langhuber hast, so einen Boller-Sound, dann brauchst du auch einen Tiefen so. Und bei ihm hoch passt perfekt, finde ich. Das ist einfach meine Meinung. Wie steht ihr dazu? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde ich auch mich dafür interessieren. Ach so, ich habe gesehen bei Le Floyd, dem gucke ich ab und zu seine Nachrichten und so, finde ich voll geil, die Art, wie er das macht. Habe ich gesehen, dass er so fragt und dann steht halt oben rechts im Bild so eine Abstimmung oder so. Wie kann man das einstellen? Da bin ich irgendwie zu doof, ich habe das nicht gefunden. Falls es jemand von euch weiß, gerne mal in die Comments schreiben. Wichser, auf dem Shopper hier wieder. Denkt, der muss nicht grüßen oder was? Da wollen wir uns nach vorne stellen. Und da wollen wir uns nach vorne stellen. Ja, Mann. Endlich wieder richtig schöne Modus, das macht so einen Spaß. Richtig geil, Wetter ist nice. Wir haben gerade eben das Video gedreht von dem Bikeporn. Was er für mich machen möchte, was ich richtig nett finde, dafür hat er auf jeden Fall auch mal ein Abo verdient, oder? Und ja, schreibt's. Ach so, und dann habe ich, super viele haben mir angeboten, dass ich mal ihre 125er fahren darf, wenn ich Bock habe. Wie findet ihr denn das? Wie hättet ihr darauf Bock, dass Blecker mal eine 125er fährt? Bin ich ja noch nie. Junge, sind die hoch. Ich stehe jetzt auch auf der Hinterbremse, wenn die so hoch sind. Man kann ja nie wissen. Auf jeden Fall, ich hätte da schon ein bisschen Bock, eine 125er zu fahren. Einfach mal, um zu gucken, wie das so ist. Wahrscheinlich Katastrophe, aber wer weiß. Wird bestimmt auch ganz lustig. Früher war ich neidisch auf die 125er hatten. Ich durfte nur Roller. Also was heißt durfte? Ich durfte alles, ich konnte mir nur Roller leisten. Und ja, jetzt sind die halt super langsam. Deswegen, man ist halt als Jugendlicher immer so voll drin. Ich weiß das genau, ich war auch so. Man so, ja Mann, ich will unbedingt fahren, geil Mann, hab zu Bock und so. Aber später denkt man sich so, ey, ich hätte das vielleicht nicht ausgeben sollen. Deswegen 125er halt echt nur, wenn ihr es euch richtig leisten könnt. Dann winkt er der Polizei zu. So, jetzt geht es gleich über die schöne Kühlbrandbrücke. Da freue ich mich auch, dass es so. Da kann man mal wieder einen richtig schönen Blick auf Hamburg sehen. Das wird sowieso hier gerade wieder, glaube ich, ein bisschen. Ich habe so Bock zu labern und einfach ein bisschen zu fahren. Deswegen wird das sowieso ein kleiner Überlänge-Vlog wieder. Das haben viele gefragt, so, ja, mach mal wieder Hashtag Überlänge. Finde ich richtig geil. Ich finde es so geil, wie ihr am Start seid, wie ihr Bock habt auf alles. So geil. Also echt Hammer. Sind auch wieder richtig viele Motorradfahrer unterwegs. Ich habe richtig Bock, wieder neue Kontakte zu knüpfen und so weiter, mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Wenn ihr mich in Hamburg seht, gerne anschnacken und so. Vorhin, als wir das gedreht haben, das Video, ne, das war nicht richtig auf Kamera drauf. Was heißt nicht richtig? Ich habe die nicht gefilmt. Ich habe an der Tankstelle und dann das Moped geputzt. Und da kam eine ganze Schulklasse
Was? Ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Ich schaffe die nicht unten zu halten. Ja, daran muss ich mich gewöhnen. Können wir gerne machen. Bis 70 km/h. Bis 70 km/h. Hat er gut gemacht, der Junge. Ich glaube, ich muss da mehr Gas geben. Ich bin da zu schwach gestartet. Aber es ist halt echt schwer, die kommt hoch. Ich weiß nicht, bei die kann man richtig drücken. Die vier, so eine Reihe fährt halt besser auf Speed. Das war bei meiner Z ja nicht anders. Das ging richtig geil klar. So, egal, was ich jetzt erzählen wollte, war die Sache, dann standen wir mit ihm da und ich sehe schon die Jungs und Mädels da stehen. Also vor allem Jungs, die Mädels standen aber auch da. Und dann meinte Lukas schon so, ey, guck mal, die kennen dich doch, oder? Ich weiß nicht, kann sein manchmal, wissen sie nicht so richtig, ob sie rüberkommen können und so. Können sie immer gerne rüberkommen mit mir, schnacken und so, machen wir Fotos zusammen und so. Ich finde, ich bin nicht immer locker drauf eigentlich. Junge, ist das schön. Guckt euch Hamburg an. Voll geil. Auf jeden Fall kamen dann die ersten rüber und dann kamen alle mit. War super lustig. So, ey, bist du nicht Blackout? Was geht ab? Können wir mal ein Foto machen und so? Finde ich immer cool, falls ihr es seht. Props. Geil. Ich finde das perfekt, wenn sich Leute so verhalten wie ihr. Ihr seid chillig drauf, ihr seid nett. Ihr fragt. Geht alles klar, ne? Bin ich immer gerne dabei. Ja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich glaube, wir fahren gleich da über einen Elbtunnel zurück oder so. Ich habe jetzt schon die ersten Teile geliefert bekommen. Und ich denke mal, dass ich die vielleicht noch heute teilweise einbauen werde. Mal gucken, ob ich Zeit finde. Heute Abend bin ich noch verabredet oder so. Es ist aber ja noch nicht so spät. Die Uhr stimmt übrigens nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man die einstellt. Ich habe mich noch nicht in den Bordcomputer gefuchst. Da bin ich einfach ein richtig faules Schwein, was das angeht. Mann, dieser Moment, wenn das die geilste Kurve in Hamburg ist, nice. Hier werden wir gleich vom Zoll kontrolliert. Das ist natürlich auch ganz wichtig bei Bikes. Ne, ich weiß gar nicht, wofür das hier ist. Ich habe noch nie irgendjemanden kontrollieren sehen oder so. Es ist ganz komisch. Hier richtig im Modus unterwegs und so.
so warm. Ich brauche auch meine jetzt. Er hat auch hier so eine geile Protektorenweste. Junge, wir müssen dahin, ne? Der ist auch neu. So geil, wie die echt, wie die an der Straße klebt. Echt richtig heftig. Ich hab schon so Bock, mein Harz zu Harzi ein paar Kurven zu ballern. Junge, 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 das wird geil. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt mal Hashtag Harz! Was versucht ihr da? Wheelies? So schwer kann das doch gar nicht sein. Da muss doch der Blackie mal übernehmen. Auf jeden Fall kommt hier gleich wieder ein paar nice Kurven. Moin, Digga! Und er soll ein bisschen warten, weil sonst Gelbrot, 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 Gelbrot. Warum wird's nicht rot? Scheiß Ampel, Digga. Müssen wir ein bisschen langsamer fahren, ne? Damit da die Kurven ein bisschen geil werden. Weil der LKW natürlich nicht so schnell durchfährt. Ja, ist die Challenge, wie langsam kannst du fahren? Ohne umzukippen. 6 km/h, 5, 4. Fuck, bei 3 bin ich umgekippt. Ja, Mann! Beste Kurven! Bisschen windig hier, ne? Habe ich mal richtig Bock, seine zu fahren. Ich weiß nicht, ob er mich fahren lässt. Wir können ja noch mal jetzt zum Ende des Videos schreiben. Hashtag bitte Lukas oder so. Lukas, lass Blackout deine Maschine fahren.
Und ja, sonst fahren wir jetzt hier noch ein bisschen Lodzstraße. Vielleicht frage ich ihn gleich mal. Vielleicht darf ich ja mal eine Runde. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Räumchen, Männchen und so weiter. Und sonst macht's gut und haut rein, wenn ihr dann habt. Ciao, ciao.